The Pace. Ein Campervan von der Manufaktur Rhön-Camp, der ordentlich was auf die Straße bringt. Wir haben hier drunter einen Mercedes Vito 190 PS, 9-Gang-Wandlerautomatik, optional auch als Allrad verfügbar. Innen mit schönem Camper-Ausbau, ganz klassisch, Küche auf der Seite, Bank zum Bett umbaubar und oben Aufstelldach. Mein Name ist Lisa Sprenger von Mimobile und in diesem Video schauen wir uns The Pace genauer an. Ja, neu bei Mimobile im Programm Fahrzeuge der Firma Rhön-Camp, eine Manufaktur von kleinen und feinen Campervans und auch Kastenwagen auf Allrad. Ja, wir bei Mimobile haben eine Kompletto-Ausstellung für die Rhön-Camp-Fahrzeuge. Heißt, wir haben alle Modelle vor Ort. Es ist zurzeit der Ultimate auf VW-Bus-Basis, der Pace auf Mercedes Vito und zwei Kastenwägen hier hinter uns auf Mercedes Sprinter-Basis. Einmal der Force mit Querbett und einmal der Spirit mit Längsbett. Ja, Rhön-Camp ist wirklich ein individueller Ausbauer, der innen ganz viel Qualität oder ganz viel Wert auf die Qualität vom Möbelbau legt. Das sieht man, die machen vor allen Dingen sonst auch Offroad-Fahrzeuge. Sowas sieht man zum Beispiel an solchen Schubladenauszügen hier, die zum einen sauber schließen, da stimmen alle Spaltmaße, also das macht alles einfach einen richtig hochwertigen, robusten Eindruck. Und dann haben wir natürlich auch schöne Materialien mit dem Holz und dem matten Möbelkorpus dazu. Auch ganz wichtig fürs Wohlfühlen hier drin und ein Markenzeichen von Rhön-Camp ist die LED-Beleuchtung, die sich hier einfach wirklich schön konsequent durchs Fahrzeug zieht und ganz angenehm indirekt warmes Licht gibt. Ja, wir haben hier im Wohn-Küchenbereich einen schönen großen Tisch, den man auch ganz einfach in der Leiste verschieben kann. Man kann diesen Tisch auch nach draußen stellen. Da gibt es nämlich ganz einfach hier unten Klappfüße, also der steht auch wirklich frei, braucht keine Leiste, in der er eingehängt ist. Was schön ist bei dem Fahrzeug, wir haben hier hinten eine Agouti-Sitzbank drinnen mit zwei Gurtplätzen, beide auch Isofix-fähig. Und das Schöne an der Bank ist, die ist mit 50 Kilo relativ leicht und lässt sich dadurch ganz gut verschieben, über diesen Hebel hier ganz nach oben ziehen und dann kann man in den Leisten hier vor zurückrutschen. Ja, das ist nicht nur Sitzbank, das ist auch das Bett hier unten, was umgebaut werden kann. Dazu einfach hier unten ziehen und abklappen. Da sieht man gleich, das geht zweigeteilt. Also man könnte, wenn man jetzt alleine unterwegs ist, auch nur eine Liegefläche machen und das andere als Sitz lassen. Man kann den Sitz auch so halb als Liegesessel machen oder dann eben komplett abknicken. Die Bettverlängerung hängt man einfach von unten ein in die Nase. Dann zieht man es hoch. Na, irgendwo hängt es jetzt. Jetzt. Und dann den Fuß abklappen, dazu den leicht nach unten ziehen. Mal kurz. Jetzt. So. Insgesamt kommen wir hier dann auf 1,90 Meter Bettlänge und 1,10 Meter Breite. Ja, hier oben haben wir das Aufstelldach mit dem Bett drinnen. Das Bett ist 2 Meter lang, also wirklich schön lang und 1,20 Meter breit. Das ist übrigens ein Unterschied vom VW-Bus zum Vito. Hier ist das Bett 10 cm länger, aber dafür etwas schmäler. Fahrzeug ist auch ein bisschen länger als der VW-Bus. Als Matratze hier oben haben wir relativ dünn so einen Topper drauf. Drunter haben wir aber ein Folie-System. Warum ist die so dünn? Wenn man das Bett zumacht, haben wir einfach nur wenig Platz. Deswegen ist die Matratze so. Was sehr schön ist bei dem Aufstelldach, ist ein SCA-Aufstelldach. Wir können diesen Stoff rundherum wirklich komplett wegmachen. Also man kann hier komplett im Freien schlafen oder so wie es jetzt ist, eben Fenster auf, aber Moskitonetz zu. Und natürlich kann man auch das hier verdunkeln. Aber komplett frei ist schon nochmal ein besonderes Schlafgefühl. Auch schön ist, dass wir hier oben ein Rausfallnetz für Kinder haben, also dass da niemand abstürzen kann. Und hier vorne, übrigens auf beiden Seiten, sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite, haben wir so kleine Schwanenhalslämpchen,
die auch immer eine USB-Steckdose haben. Also man kann das Handy direkt am Bett laden. Dieses Teil, was hier vorne runterhängt, ist dafür gedacht, wenn man fährt und das Dach geschlossen ist, damit diese Stoffteile hier nicht in den Fahrraum reinhängen, kann man das einfach vorne zuknöpfen und man hat es schön optisch verschlossen. Jetzt zum Wohnen oder zum Campen an sich ist gut, man stellt das Bett einfach hoch, dann haben wir hier Stehhöhe, das geht ganz einfach zum Hochdrücken. Wenn man das Dach komplett schließt, bitte immer zuerst das Bett runterholen und erst danach das Dach runterholen. Wenn man das Dach runterholt, immer am besten Schiebetüre und Heckklappe auf, damit die Luft entweichen kann und sich das Dach oder der Stoff, der Zeltstoff schön nach innen faltet und nicht nach außen in die Mechanik kommt. Über der Tür haben wir komplett über die ganze Länge schön offene Staufächer. Da kann man allerlei reinschmeißen. Die haben eine Rüttelkante, also perfekt für Handy, Taschentücher, Kabel. Bleibt alles schön da oben drin liegen. Hier hinten drunter kommt unser Bedienpanel. Da drunter das Bedienpanel für die Webasto Standheizung, die übrigens Serie ist. Schon ein kleines Highlight in dem Fahrzeug ist, dass wir ein 40 Liter Kühlfach hier drin habe. Das ist extrem tief, also da bleibt die Kälte auch richtig schön unten drin sitzen. Dann haben wir hier vorne unseren Zwei-Flammen-Dometic-Kocher und auch nochmal ein schönes Spülbecken. Hier drunter haben wir Stauraum, einmal als Schublade, hier ein Schränkchen und da drüben nochmal ein Schränkchen. Da steht der Kanister für den Abwassertank drinnen, der fasst 20 Liter, der Frischwassertank 25 Liter. Mehr ist hier leider vom technischen Platz her einfach nicht möglich. Jetzt sagen viele, oh, so ein Mist, so ein Kanister muss ich immer weg. Also kann ich nicht einfach irgendwo hinfahren und ablassen. Hat auch seinen Vorteil. Man kann nämlich einfach stehen bleiben, Kanisterchen nehmen, kurz zum Gulli laufen und entsorgen und muss nicht hinfahren. Ja, richtig schön gelöst hier beim Pace ist, dass wir das Staufach hier hinten haben. Da geht nochmal ordentlich was rein, gerade an Klamotten oder so, super zum Reinlegen. Ja, im hinteren Bereich verstecken sich auch nochmal Schränkchen. Das ist wahnsinnig tief, also da wirklich fast so tief wie mein ganzer Arm. Da kriegt man richtig viel rein. Hier an der Seite sitzen die ganzen Elektroblocks. Da sitzt übrigens auch ein Victron Solarladeregler. Wir haben serienmäßig eine 150 Watt Solaranlage von Wattstunde oben auf dem Aufstelldach drauf. Hier haben wir einfach noch mal ein kleines Kläppchen. Da drunter kommt man an den Frischwassertank. Ist einfach eine Revisionsklappe. Hier hinten sitzt der Gaskasten oder Platz für die Gasflasche. Oben drüber haben wir noch mal minimal ein bisschen Stauraum. Und auch hier hinten kommt wieder ein wahnsinnig tiefes Fach. Ich stecke noch mal meinen Arm rein, dass man es sieht. Also auch hier wieder bis hier. Die sind wirklich groß. Wir haben jetzt gerade die Bank komplett nach vorne geschoben. Also man hat hier wirklich schön viel Platz. Hier sieht man auch nochmal, wie der Boden ist. Bei Mercedes haben wir den in so schwarz gepunkteter Optik. Anders als beim VW-Bus, da haben wir ja dieses Teakholz. Wer noch mehr Stauraum braucht, der kann die Bank komplett rausnehmen. Dann hat man wirklich die ganze Fläche zum Durchladen. Hier hinten haben wir unsere serienmäßige Außendusche, einfach zum Aufstecken. Und drunter den Einfüllstutzen für den Frischwassertank. Ja, hier haben wir einmal ein Beispiel fürs Verdunklungssystem fürs Fenster. Das funktioniert vorne an den Fenstern in der Schiebetür und in der Küche genau gleich. Also wir können wirklich überall für die Nacht schön dunkel machen. Ja, wenn man dieses Teil hier abnimmt, kommt man zu der abnehmbaren Anhängekupplung. Die ist übrigens serienmäßig dabei und da kann man 2,5 Tonnen anhängen. Ja, hier bei uns in der Ausstellung steht der Pace in der Allrad-Variante. Wir haben aber die Serienreifen drauf, serienmäßig immer 17 Zoll Reifen bei Mercedes Vito. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Kombinationen. Für ein Allrad bietet sich nun mal an AT-Reifen, vielleicht ein bisschen größere Reifen und auch nochmal andere Felgen. Alle Optionen beraten wir Sie gerne auch in unserem Technikparcours. Von der Außenfarbe kann man grundsätzlich jede Lackierung wählen, die Mercedes für den Vito anbietet. Hier haben wir das Fahrzeug jetzt in Silber. Das Ausstellungsfahrzeug hier ist jetzt an der Stelle noch nackig. Man kann sich aber dazu bestellen Markise oder Multirail zum Sonnensegel einziehen zum Beispiel.
Von außen kommt das Fahrzeug immer mit dieser Logo-Beklebung von Rhönkamp und The Pace. Und dann haben wir unten nochmal die Bergkette von Rhönkamp. Ja, bei Rhönkamp ist der Stromanschluss immer über einen DEFA-Stecker gelöst. Das Schöne daran ist, der ist einfach deutlich kleiner als der sonst, dieser dreipolige große Stecker. Heißt, wir haben ein viel kleineres Loch in der Außenhaut, tendenziell geringere Angriffsfläche für Schmutz, Dreck, Wasser zum Eindringen. Hier hinten sieht man nochmal die Rückfahrkamera, die ist bei Mercedes Vito hier unten über dem Kennzeichen gelöst. Und wir haben auch nochmal Parkpiepser, sowohl hinten als auch vorne. Ja, beim Fahren macht der Pace wirklich Spaß. Wir haben mit 190 PS einfach ordentlich was unterm Hintern, mit der 9-Gang-Wandlerautomatik, eine Automatik, die sich wunderbar fahren lässt. Wir haben viele Assistenzsysteme von Mercedes verfügbar, wie den Abstandstempomaten, den Seitenwindassistent und so weiter. Wir haben mit dem großen Kraftstofftank 70 Liter auch ordentlich Reichweite. Wir hatten ja hinten an der Heckklappe schon den Vorhang gezeigt zum Verdunkeln. Hier vorne im Fahrerhaus löst man das mit Magnetmatten, die auch gleichzeitig ganz gut isolieren. Die drückt man einfach so rein. Auf der Windschutzscheibe dasselbe, macht das Fahrzeug, wie gesagt, schön dunkel für die Nacht. Beim Multimedia-System haben wir hier vorne das Audio 40 von Mercedes mit Navigationsgerät. Kann man genauso aber auch Handy mit verbinden, also bietet multimediamäßig eigentlich alles, was man so braucht. Was sehr schön ist, ist, dass wir hier auch wieder Komfortsitze drinnen haben. Ich zeige es einmal an dem hier. Man kann hier die Sitzfläche nach vorne vergrößern, um einfach schön Auflagefläche für Menschen mit großen, langen Beinen zu bieten. Die Fahrerhaussitze haben übrigens auch eine Lordosestütze. Ja, unser Fazit zum Pace ist, es ist ein Campervan mit schönen Fahreigenschaften, der gut was auf die Straße bringt und natürlich innen einen wunderschönen Ausbau von Rhönkamp hat. Wenn es dazu Fragen gibt, melden Sie sich gerne bei uns. Eine Frage nehme ich schon mal vorab. Die meisten Kunden fragen, ja, wann ist der denn lieferbar? Relativ kurzfristig, je nach Ausstattung sprechen wir von einer Lieferzeit von 2 bis 6 Monaten. Ja, und jetzt würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mit uns einen Termin vereinbaren. Sie finden uns direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf, eine Viertelstunde weg vom Stuttgarter Stadion. Ja, Sie finden die Fahrzeuge bei uns nicht nur alle im Netz, sondern auch alle bei uns in unserer Completo-Ausstellung vor Ort. Und Completo heißt alle Möbel, alle Möbeldekore, alle Polster, alle Grundrisse, eben alle eurer, alle Karmann und alle jetzt neu Rhönkamper. Die Infos dazu, welche Fahrzeuge vor Ort sind, in welcher Ausstattung und ab wann, finden Sie auf unserer Completo-Website. Die ist unten auch nochmal verlinkt. Und dann eine ganz besondere Spezialität von Mimobile ist der Verkauf der großen Mietflotte am Ende der Saison oder auch schon während der Saison unter dem Markennamen Early Bird. Der frühe Vogel holt den Wurm. Darüber hinaus kann man sich auch einen maßgeschneiderten Gebrauchten bei uns bestellen. Der muss halt rechtzeitig zur Mietsaison geliefert werden können, damit er dann am Ende der Saison ausgeliefert werden kann. Apropos Vermietung, wir bei Mimobile verkaufen nicht nur das Wohnmobil, sondern wir bieten auch wirklich Service von Anfang bis zum Ende. Und dazu werfen wir jetzt zuerst mal einen Blick zur Mama in die Vermietung. Wir haben über 50 Fahrzeuge in der Vermietung, jedes Jahr neue Modelle mit den unterschiedlichsten Grundrissen. Die Chancen sind also sehr gut, dass Sie Ihr Wunschfahrzeug, für das Sie sich zum Kauf interessieren, bei uns zuerst mal mieten können. Die Fahrzeuge sind alle Werkstatt und Kundendienst gewartet. Hier in unserem Technikparcours berate ich Sie zum Thema Autarkie, Lithium, Wechselrichter, Solar- und Brennstoffzelle. Zum Thema Multimedia, SAT, TV, Navigationssysteme und mobiles Internet. Zum Thema Sanitär, Wasseraufbereitung, Pumpentechnik, Trocken- und Trenntoiletten. Weiterhin berate ich Sie zu Fahrwerkstechnik, Lastenträger, Anhängerkupplung, gerne auch direkt an Ausstellungsstücken in unserer Ausstellung. Nun geht's weiter zur Werkstatt. Moment, einen kleinen Zwischenstopp gibt's noch. Unsere Werkstatt ist nämlich an unserem neuen Standort in Bräuningsweiler. Alles, was Sie sich beim Björn im Technikparcours ausgesucht haben, bauen wir Ihnen gerne ein. Wir machen nicht nur das, sondern alles andere, was rund ums Wohnmobil anfällt, wird bei uns repariert. Diesen Service bieten wir nicht nur für Euro und Karmann, sondern auch für alle anderen Marken. Ja,
Ja, das war jetzt die Vorstellung im Schnelldurchlauf. Ausführliche Infos zu Mimobile finden Sie in unserem Kickoff-Video 2024. Link dazu unten in der Beschreibung.